zurück, ich bin dran und wir haben letzten Part schon das Teil hier herausgefunden. Ja. Und ich gehe jetzt aufs Klo. Ja, oh, das ist viel leichter. Oh, die kommen hier noch nicht. Ja, Schwert ist ein bisschen gezielter. Nein, ich meine unser Seelenschwert, was weggeflogen ist, ja. Was meinst du? Das Schwert, wo unsere Seelen waren. Was? Unser Zeug. So. Ja, da, klar. Wo Fabrice so kläglich versagt. Ja, klar. Vielleicht sollten wir ein bisschen auf Ausdauer. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Hm. Wie wechsle ich nochmal Waffen? Ich bin grad doof. Ah, jetzt. Ich will wieder mit Katana ein bisschen. Willst du nicht lieber Sniper spielen? Sniper könnte ich auch mal spielen. Ich habe bisher Bogen noch gar nicht ausprobiert. Fällt mir dazu ein. L2. Ja. Da, kannst du abschießen. Wo ist er denn? Da bei dem Gebäude. Ja, ich sehe ihn, warte. Ja, da ist den. Daneben. Beweg dich nicht, Arschratte. Ich kann dich auch noch erwischen. Nee. Wenigstens habe ich unendlich Pfeile. Nein, du hast noch 2 Pfeile übrig. So. Shit. Okay, dann scheiß mit drauf und den da unten mache ich mit im Nahkampf fertig. Ja, da wunderschön, ja. Ja, wäre vielleicht nicht das Schloss da. Wieso, das haben wir doch die ganze Zeit gemacht. Achso, da ist er ja. Da geht's auch runter, ja. Oh, kein Fallschirm. Warum versuchst du das überhaupt? Ja. Nein, hör auf. Wer dir erlaubt, das zu tun? Ich will nur meine Ausdauer wieder zurückholen, du Arschrotte. Komm dann wieder raus! Ich stiehlt an einer beschissenen. Ja, aber gleich der Typi. Muss kurz Bogen reingucken, ob der Boss da ist. Da rein, da war. Du nee. Steht dann nicht mehr. Da, nimm's auch. Da gehe ich noch nicht hin. Ich kümmere mich erstmal um die draußen. Bräuchten wir dafür nicht vielleicht auch unseren Special-Angriff dann, um zu zauen? Ja. Der ist ja voll. Hm? Guck mal, wir haben einfach die Fackel da rein. Komm, greif an. Greif an, greif an. Wow. Komm. Oh. Fuck, das war doof. Beweg dich! Du musst atmen. Atmen ist für die Schwachen. Ja, komm, greif an. Greif an. Kopf ab! Ein Samurai-Fähigkeitspunkt für die Beherrschung des Katanas erhalten. Nice. Ich würde nicht gegen den Boss kämpfen. Ja, der ist auch nicht drin. Wie wär's, wenn wir einfach hier durchgehen? Geht. Scheint so. Nein, das tue ich mir nicht an. Ach, da ist einer. Wohin kommst du? Hey, Kleiner. Hi. Gut, dass man die immer Moment, noch einmal retten muss. Der hat aber einen anderen Topf aufgehoben. Ja, das ist ein anderer. Wahrscheinlich gibt es immer mehrere mit verschiedenen Töpfen, da levelt sich das auch immer auf. Gibt's sonst nichts hier? Muss ich den Boss machen? Ich glaube nicht. Oder es geht da bei den Leuten halt. Bald. Oder da bei der Tür. Was willst du? Rechts. Meint ja, ich. Den hier will ich aber erstmal. Hohe Haltung war's, ne? Ja, hohe Haltung und Dreieck. Zu kurz. Das ist geil. Komm, greif an. Ah, leck mich, der Tiefhaltung. Jetzt hat er Ruhe. Greif an. Oh shit, Ausdauer für Arsch. Ja. Okay, so ein Execute macht nicht viel Schaden.
Stimmt ja, Papierwände. Hohe Haltung. Komm, greif an. Das erkennt man nicht so gut bei denen. Der ist down. Wir haben bessere Schuhe. Wir haben allgemein besseres Zeug, müssen wir mal gucken. Aber die hat, das meinte Dennis vorhin. Das zack. Ne, das ist gleich. Schuhe. Aber guck mal, das hier gibt Schadensbonus. Dann nimm's. Nimm den Schaden. Verteidigung oder Schadensbonus? Für besiegte Feinde. Ich will für Verteidigung. Gut, dann bleiben wir bei der. Wir hatten vorhin noch. Achso, die Verteidigung gibt's nur Mittelbonus. Okay. Ah, das ist ein besserer Bogen. Die sind schlechter. Die sind gleich. Die sind besser. Um eins. Und noch was anderes zur Bindung. Wegweiser Talisman. Platziere einen Wegweiser an einem Standort für einen Kompass, der die Richtung anzeigt. Der Anhänger, der die Macht von Jezebel oder die Kinder von dem Tod beschützt und soll den Menschen den richtigen Weg. Ich glaube, wir brauchen eher Kaiju-Charakter. Das sieht aus wie eine Bombe. Reiseamulett. Dieses Amulett wurde von den Göttern einer sicheren Reise gesegnet. Das bringt ja unbeschadet zum. Oh! Ich glaube. Also, ein Reiseamulett ist ein Heimatknochen. Ja. Das sind Bomben. Würde ich fett nehmen, um auf Boss aufs Maul zu gehen. Nur wenn ich den Boss wirklich bekämpfen muss. Hast du eine andere Wahl? Dir gehen Gegner aus und Option, ja. Den kannst du noch nehmen, gut. Ja, hatte ich vor. Komm her. Du kannst nochmal das Gleiche machen. Dö. Langweilig. Ich meinte die Tür links da. Da wo die Steine auch hinführen. Oh. Geht wahrscheinlich nicht. Ich kann auch den hier machen. Die Möglichkeiten schränken sich immer mehr an. Oh, da geht's, da geht's weiter. Auch noch weiter. Der ist aber nicht oben. Ja und? Oh, falsche Haltung. Oh nee, das oder? Das wird witzig. Was? Nein! Beweg dich! Ich würde erst den Kleinen nehmen. Ja, wahrscheinlich. Bang! Gut, ein Problem weniger. Bleibst du. Tiefe Haltung. Hat der Lacht der hat mich der an? Lacht! Ich glaube, wir brauchen sehr viel mehr Ausdauer. Kann ja, wir müssen nächstes Mal auf Ausdauer gehen. Du kannst auch auf R1 drücken, um Ausdauer zu generieren. Stimmt, da war ja was. Den blauen Teil. Und ich glaube, das müssen wir uns auf jeden Fall aneignen. Was hat er denn? Horukudama. Hat er ist getroffen. Das ein Schwert? Nein, dann wäre ein Schwertsymbol davor. Irgendwas, was Neues. Ah, das ist eine andere Bombe. Dama-Bombe. Ja, dort. Ja, ich bleib aber mal bei der hier. Ja, den Boss tue ich mir nicht an. Ich glaube, du hast wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, die du hier machen kannst. Wir müssen halt einen Schlüssel finden. Und da liegt was. Ja, gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Alter, zwei Schwerter, wirklich? Die Frau, das ja, doch, hier geht's weiter. Da sind wir auch hergekommen, die sind. Okay. Ja, da hab ich dich bemerkt. Das sind die zwei Holzer, die wir haben. Das war verkackt. Wow! Das ist so ein stärkerer. Wow. Wow, okay. Scheiße. Wow, okay. Hättest du den direkten Weg genommen, dann hättest du dich durch den Typen durchgezogen müssen, ja.
Execute! Das würde nicht reichen. What the fuck? Kann man das auch? Vielleicht. Da, schlag ihn. Ich glaube, ich weiß, wo der Schlüssel liegt. Hinter dem Boss. Hinter dem Dämon. Oh, wer? Natürlich, wo ist er? Die wollen auch, dass du ab und zu mal gegen Yokai kämpfst. Nicht nur gegen Samurai. Menschen werden doch auf Dauer langweilig. Aber der hat mich in 3 Schlägen gekillt. Ja, weil du einfach nicht die Kiri-Generation benutzt. Pirat L. Ich glaube nicht, dass es stärker ist als das, was ich trage. Nicht im Ansatz. Von 41 auf 9 runter. Kämpft doch gleich einen Akteur. Da liegt noch eine Waffe. Da liegt. Ein Doppelkatana. Das will ich kurz testen. Doppel Uchigatana! Uchigatana! Nehmen das kurz raus. Wow, das haut aber da Schaden rein. Zieh's einfach mal raus. Ich zieh mal. Hohe Erhaltung? Das ist die mittlere. Das war ein Viereck. Warte, ich mach mal die Dreieck. Hab ich mir schon sowas getötet, das ist sowas. Mann, das ist diese. Boah, das ist heftig! Ja, yeah, das wird wahrscheinlich nicht für den Dämon reichen. Okay, tiefe Haltung. Oh, das sieht badass aus! Come with me, Bro, Alter, das ging schnell. Das ist ja auch die tiefe Haltung. Es gibt jetzt ein Problem. Wir müssen den Dämon umnieten. Behalte mal die Doppelschwerter einfach mal. Wir sind Zorro. Stimmt. Ich glaube, wir müssen echt den Dämonen töten. Du kannst auch gleich aus dem Haus rausgehen, wenn dir das stimmt. Aber holy shit, sieht er aus. Oh weh, ich sterbe ja wieder. Was ist los? Warum bleibt er stehen? Schieß ihn mit. Was? 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 Gib! Greif an! Shit! Du hast ihn fast! Guck doch! Der brennt! Renn weg! Er brennt! Spiel auf Zeit! Und er kriegt immer durchgängig 42 Schaden. Halt dich, lieber. Boah. Ich brenne nicht mehr. Komm, greif an. Weg. Wow, Kollege. Weg, halten. Das ist ein bisschen ungewohnt, dass ich das jetzt auf der Hochkaste habe. Als ob! Halt dich direkt wieder. Weg. Yes! Alter! Idenik! Oh yes! Du kannst es doch, Dennis, ja? Mach die doch nicht so niedrig. Oh, ich bin grad so hart Dennis gekommen. Dennis hat einen Orgasmus bekommen. Und jetzt hol den Schlüssel. Wehe, da ist der Schlüssel nicht dabei. Ausschlüssel. Was haben wir gerade eigentlich bekommen als Frage? Guckst du? Wieder eine Doppelklinge. Glaub was. Doppeltaschi. Ist aber schlechter. Jesus, Dennis, besiegt hier den ersten Boss im Spiel. Ja? Dämon. Ich würde sagen, das war ein Boss, ja. Das hatte Boss. Das hatte Boss-Niveau. Der zählt als Lieutenant, würde ich behaupten. Ja. Was sind das eigentlich für Symbole da links unten? Das frage ich mich auch. Oh, aber wir haben keine Heilung mehr. Fällt mir auf. Der Dämon respawnt ja nicht und. Ne, geh einfach weiter. Gucken.
Du kannst ja ein bisschen gucken, ob da vielleicht irgendwo ein Schrein ist. Nach links. Da ist auf jeden Fall schon mein Item. Und Amrita. Hokudama. Was ist eigentlich Amarita? Weil das wird mir wahrscheinlich auch ziemlich häufig sein. Amrita. Da ist ein Schrein, geh hin! Ich sehe ihn! Aber nimm dir noch das Item mit. Oh, da war ein Item. So. Damit, das ist wahrscheinlich super effektiv gegen Dämonen. Ich will mal dann die Doppelschwerter testen gegen irgendwen. Ja, die sind hast du es nicht gerade gegen den Dämon? Nee, ich hab kannst du mal nachlesen, was am Ritter bringt? Hey, der ist da oben ganz drauf. Stimmt. Und am Ritter dafür. Bekommen. Stufenaufstieg. Ja, klar, guck mal, da liegt übrigens unser Geist. Cool. Ausdauer, ja. Ja, aber. Mach mal. Ich würde um 1 erhöhen und Körper um 1. Warum Körper? Leben reicht eigentlich so halt, was wir haben. Wie kommst du noch Leben dazu, ja? Wir haben eher ein Problem mit Ausdauer gerade. Kannst du was für Opfer? Bringen, ja. Alles, was wir nicht benutzen, ja. Ich behalte mal einen, der sperrt. Das behalte ich definitiv. Wieso? Achso, ja. Wir haben es gerade nicht. Ganz den Rest wollten wir behalten. Nein. Wir brauchen noch einen Langbogen, kannst weggeben. Danke sehr. Hier geht's noch ein Elixier. Ich bin geschüttelt, ich nicht so die Hörnte. Er hat den 16er Bild. Elixier ist halt gut. Kann man hier irgendwo was kaufen, dumme Frage? Gute Frage. Ah, da können wir noch gucken. Kodoma-Segen halten kannst du machen, dann wissen wir, welche Leute da sind. Jäger-Segen. Ja, die Hütchen. Ja, wie viele dann du davon finden kannst. Ja. Ich also, denke mal, Jäger-Segen, mehr Items. Sollten wir nicht beim Krieger-Segen bleiben, um so dann halt mehr Sachen zu vergeben? Zu verkaufen. Ja. Und so dann mehr Geschenke zu bekommen. Ja, guck mal, entweder wir finden mehr Materialien und da und was bringen uns noch Materialien? Mehr Heil-Items. Wir haben 2 von 9. Bis jetzt. Wahrscheinlich hier im Gebiet. Ja. Besucher. Wir haben immer noch nur den einen, ja. Ne? Ich hab das aber auch nur mit Hilfe vom Schutzgeist hingekriegt. Ne, doch nicht mehr. Probier mal die Tür da aufzumachen, die offensichtlich. Verdammt! Andere Seite. Das wird ein Shortcut sein. Nett und langsam. Da ist ein Schwert, das heißt das. Jemand gestorben. Also die roten Schwerter markieren Stellen, wo jemand gestorben ist. Ist da nur links einer oder ist da noch mehr? Attacke! Hoppala! Wir hatten den halt nur im Tutorial vor. What the fuck? Das sind Dämonen, was erwartest du von Dämonen bitte? Dass die aufrecht stehen und gegen dich kämpfen wie der aus dem Haus? Ein Anhänger? Kann ich den tragen? Und ein Voll. Hast du es vor? Oh. Okay. Und Blitzschutz, Yokai-Schutz. Perfekt. Und Schadensreduktion. Nehme ich gerne. Nett. Und langsam. Gut. Außerdem, ich krieg einen Awesome Point noch für den getöteten Dämon, ne? Da kommt wieder ein Dämon links. Nee, das tue ich mir nicht an. Nee, das soll jemand anders. Nicht nochmal. Dann ist ihm einfach 2 Triple abgezogen. Das ist ja. Das war auch nur mit der Ability. Nice. Ich will's mal zurückrennen. Guck mich gerade um, was man sonst noch machen muss. Ich glaube, ich muss durch den Dämon durch. Also du kannst die Boxen noch zerstören. So viel Optionen hat das hier gar nicht. Yay, noch ein Fall. So, jetzt noch. Komm, ich versuch's.
Ich habe eh nicht viele Seelen zu verlieren. Am Ritter. Nochmal der. Der 2 war. Holy shit! Diesmal hat er 2. Ach du Scheiße, ist der agil. Guck mal, der 2 geht nicht mehr da. Okay! Okay! Ich muss gegen den Dämon kämpfen. Holy shit! Immerhin sind meine Seelen nicht so weit weg. Ja. Du solltest vielleicht auch Einzel... Ah, du hast schon Einzelkatana. Nee, du hast Doppel. Oder willst du Doppel testen? Also bei allem anderen muss man halten, nur beim Aufheben kann man kurz drücken. Ja. Sag nur, wo ist unsere Waffe mit der größten Verdroht? Hat die verkauft? Nein. Nee, das war das unser Katana. Das Katana hat die meiste Vertrautheit. Saranagi. Das Problem ist jetzt dieser scheiß Dämon. Ja. Yeah. Der muss man echt agieren. Der Typ ist agil, ja. Hinter dir sind auch die. Vergiss das nicht. Was hat der gemacht? Was ist eigentlich dieser Wiederbalken bei denen? Na, der Teufelsding, den du runterhaust, damit du dann... Also die Verderbtheit so gesehen. Ja, wir gehen echt mal von aus. Okay, gut, die beste Haltung mit dem hier ist die hier. Ja, da kommt gleich noch der andere Heini. Wo? Rechts. Rechts, da gab's. Kann man da durch? Nein. Schade. Ich stemme den. Stirb, Stimme. Wo ich kommt der andere? Da rechts aus der Gasse. Sicher? Ja, da. Hey! What the fuck? Wieso muss ich immer solche Sachen erleben, ja? Holy shit! Okay, lass ihn nicht zu dir ran. Ey, das könnte eigentlich bei dem Dämon funktionieren mit dem Langwurf. Und der Dämon ist schneller wieder da. Ich dachte eher, ich mach ihn so fertig, ja. Der ist aber auch ganz schön. Ich renn aufs Dach hoch und dann, ja. Wir wissen nicht, wie wir zum Dach kommen. Da 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 da. Der macht erstmal eine Zeit. Da 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 da. Wie kommen wir aufs Dach hoch nach Ivo? Wir können nicht springen. Fuck. Da natürlich, Mann. Da ist auch so ein kleiner. Ach, hier können wir einfach durchlaufen, wow. Wir hätten den Dämon sparen können. Nein, hätten wir nicht. Ist er noch da, hoffentlich? Ja, da ist er. Ja, ich snipe deinen Arsch kaputt. Wir haben 6 Pfeil. Fuck! Mach Dreieck, du hast andere Pfeile dann. Nee, hier. Scheiße, der wird hier auch runterspringen, ja. Geht zum Item. Das ist eine Schnitzeljagd. LOL, das war interessant. Kann der nicht hier rüber? Ist es etwa zu klein für ihn? KO! Moment. Das wird nicht reichen. Du wirst zu langsam sein. Fuck! Und der hat so einen Retreat! Yokai-Bereich gemacht. Jesus! Lauf! Scheiße, ich bin so ein Feigling, ja. Mach weiter. Scheiß auf den Dämon. Wo muss ich da? Irgendwer ist nicht mehr. Das war klar. Oh, ich will jetzt nicht, dass wir jetzt hier wirklich schon alles wieder verlieren. Komm, kriegst du den hin? Ich wollte eigentlich hochklettern. Ja, nee, du kriegst ihn nicht, wenn du den nicht killst. Und der Dämon ignoriert dich irgendwie. Haha! Ich bin so ein Feigling, das tut mir leid. Oh, ich kann hoch! Also, ja, du musst den töten. Warte. Hey, der Dämon ist da. Shit, jetzt muss ich dahin. Nein, Pavi dahin.
Er verbrennt. Er besiegt den Dämon. Hinter den Dämon. Danke. Du kannst aber um den Dämon herum, wir wissen jetzt wie. Ja, ist ein bisschen wie. Wir haben ja jetzt zwei von den. Das ist ein anderer. Tontöpfchen. So gesehen wie akrobatisch ich war, verbrennt. Wir sollten aber erst die Yokai töten. Ey, aber nennt mich den Dämonenmörder. Boah, der ist agil wie unser agiler Gandalf, ey. Gegen die Viecher am Boden musst du den tiefen Angriff einsetzen. Reißen hier etwas auf sich. Darum ist es ein tiefer Angriff. Vorsicht, lass dich nicht anspringen. Wow, das ist so effektiv. Fabrice, guck einfach nach, was bringt Salz? Du wolltest doch wissen. Alter, dieses epische Einstecken. Dann mach es die Bombe weg. Wohl das 6 Stück. Dann will halt das heilige Wasser weg. Und will Salz raus. Kann man das machen und dann einfach im Yokai-Gebiet da Salz reinströmen? Ist das ernsthaft? Ich dachte, das schüttelt man auf den Dämon. Schüttelt man aus. Mal sehen, wie das so aussieht. Möglich. Mal sehen, wie das dann aussieht mit dem. Mach mich nicht weiter. Jetzt mach! Ah, so sieht das aus, okay. Ich muss den direkt ins Gesicht schütten. Patsch! Mal sehen, ob das wirklich. Auf, du Moment. Musst! Wirf Bomben oder so, ja. Das bringt einen Scheiß! Natürlich, wenn man halt da soll dort nicht nachstehen, glaube ich, bei ihm. Geh mal zu seinem Gebiet, guck mal, ob du das mit Salz bestreuen kannst. Mal sehen, ob das einen Unterschied macht. Bevor er selbst dahin geht. Du kannst auch da oben stehen bleiben und ihn mit Bomben bewerfen, Fabrice. Ich frag mich eigentlich, wo der Gott ist. Da hinten ist in er der Gasse. Jesus, guckst du nicht zu, wo dein Gegner hinläuft? Der läuft halt wieder zurück, ja? Guck, da ist der Knopfsiesel. Nimm einen Pfeil, schieß. Bis hier an. So was. Männer? Ja. Headshot, gib ihm Headshot. What? Es war kein Headshot. Es war kein Headshot, ja, aber what the fuck war das denn gerade? Wieder rüber, das, dann braucht er. Wir sehen an. Bleib dort stehen. Erstmal. Jetzt wirf Bomben auf ihn. Sag. Warum bleibt er da stehen? Keine Ahnung, Fehler am Spiel. Wirf Bomben. Aber dieses. Wirf weiter, Mann! Jetzt weg, weg, weg! Er brennt. Weiter, wirf! Okay, die Bomben sind doch effektiver als ich gedacht habe. Renn, renn, er ist hinter dir, Mann! Das ist die Kunst der feigen Samurais, ja. Wieder darüber, wieder den Fehler ausnutzen. Geht nicht so krass, ja. Oh shit, der ist fast tot. Ja. Und unser Power. Bombe! Noch eine Bombe. Das ist so unser Part ist einfach Dämonen. Hat er und. Ah, das ist ein Doppelschwert. Also, ich würde sagen, dann tun wir den Part hier jetzt. Beenden. Fabi darf dann weiter. Noch kurz zum nein, wenn dann. Wenn jetzt der Dämon wieder da ist, dann könnte. Der andere ist auch nicht respawned. Echt? Welcher? Ich wollte nur hierher gehen, nicht.